Ich bin hier auf der altehrwürdigen Trabrennbahn in Gelsenkirchen. Allerdings nicht bei den Profi-Trabrennfahrern, sondern bei den Kleinen, die sogenannten Minitraber. Und neben mir steht hier Hanna Schmidt, ehemalige Minitraberfahrerin. Bin selber 5 Jahre Ponyrennen gefahren und dann in den Amateursport, in den Trabsport eingestiegen. Fahre jetzt aber nicht mehr, da ich beruflich nicht geschafft habe, aber habe meinen Nachwuchs schon mitgebracht. Mein Name ist Hanna Busch. Ich bin jetzt die ganze Saison Minitraber gefahren und jetzt bin ich 16 Jahre alt geworden und steige jetzt auch in den Amateursport ein. Du hast Erfolge bei den Minitrabern oder wie viele Rennen? Also ich bin letztes Jahr das letzte Rennen mitgefahren. Und diese ganze Saison und habe einen Sieg und einen Rücken. Gibt es bei den Minitrabern irgendwie Alterseinschränkungen, Gewichtseinschränkungen, Größeeinschränkungen oder sonst was? Also man darf von 16 Jahren fahren und sonst eigentlich nicht. Oh, sonst gibt es keine Regelungen. Genau. Dann sehe ich ja hier noch so einen kleinen, tatsächlich kleinen Nachwuchs. Mhm. Stell dich mal vor, wie heißt du? Du möchtest zu Mami. Dann hat sich genau, das erledigt. So, ich sage dann Dankeschön und viel weiterhin Erfolg auch. Und dein Einstieg, der sogenannte, du steigst ja bei den Amateuren ein. Genau. Amateur-Trabrennfahrer dann. Ja, genau. Bei den Anfängern. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, wann soll das erste Rennen stattfinden? Wahrscheinlich am 18.10. Gut, also viel Erfolg dann. Danke.